Hallo und herzlich willkommen zu eine neue Runde Star Wars Battlefront 2. Diesmal spielen wir mal den Ewok-Modus. Und ey, wo ist so einer? Und der ist schon tot. Ja, der Modus ist eine für mich sogar in meiner Highlights dieses Spiels, weil ich ihn ziemlich lustig finde. Die kleinen, sagen wir mal, Ewoks, die Sturmtruppen einfach so mit ein paar Stichen, ja, mit ihren Steinstöckern etc. Sagen wir mal, die Sturmtruppen richtig fett in den Arsch treten. Und noch was, dass ich hier nicht irgendwo in den Fallen trete. Hoffentlich sind die Ewoks-Spieler nicht so inkompetent und kriegen keinen Sturmtruppler getötet. Das ist auch hin und wieder leider ein Problem dieses Modus. Ja, dass eben die zwei Ewok-Spieler keine Sturmtruppen getötet bekommen und dann war es einfach ganz einfach nur langweiliges Abwarten und eine richtige Spannung. Die Spannung entsteht ja dadurch, dass ja ein Trupp dann nach dem anderen mehr stirbt, so wie jetzt gerade, und dann irgendwann in Unterzahl sind und dann einfach so heroisch dann gegen die Massenansturm der Ewoks durchkämpfen müssen, um zu überleben. Also für mich ist das die Spannung hinter diesem Modus. Und jetzt mal was Neues. Jetzt hat er ein bisschen auch einen Horrorfaktor, nur einen kleinen geringfügiger. Es sind drei Ewoks gerade. Alle anderen scheinen noch am Leben zu sein. Leider ist das bei dem Modus meistens so, dass anfangs leider nichts Spannendes passiert, aber immer und immer wieder mehr. Bei der Sturmtruppen sterben und mehr Ewoks werden. Die Spannung einfach zunimmt. Bin dann mal gespannt. Ach, was auch ziemlich wichtig ist für den Modus. Ich kann da vielleicht mal ein paar Standpunkte zeigen, welche ich finde. Für das MG hier, was ich hier habe. Das hat unendlich, kann unendlich lang ja, die Taschenlampe benutzt werden und das ist ja. Hier ist ein Ewok irgendwo. Ah! So, wusch. Oh, meine Batterien sind fast leer. Für ein, zwei Gameplay-Videos dürfte das reichen. Ihr habt ja gesehen, wie wichtig ungefähr. Ich meine, hier sieht man ja kaum bis gar nichts. Mit der Taschenlampe schon deutlich besser. Wie gesagt, die gehen endlich lang. Während bei den normalen E-11 Blaster. Ah, ich höre das Sturmgewehr. Ihr könnt euch merken, hier bei den abgestürzten TIE Fighter hier in der Nähe. Beim Baum. Ihr müsst immer das Geräusch achten bei dem Modus, dann ist ein MG immer in der Nähe. Ihr müsst ein bisschen nah ranstehen und dann, ja, sich das dann nehmen. Oh. Sind noch mehr tot. Okay. Ja, langsam wird's was. Langsam wird's was. Vielleicht werde ich gleich sogar zum Ewok. Was wollte ich vorhin gerade noch sagen? Ja. Scheiße, hab wieder den Faden verloren. Ah, da sieht man schon die Blasterschüsse. Mein Teamkollegen. Falls die Blasterschüsse sieht, kann es das sein, dass sie gegen Ewok schießen oder so, wenn die Spieler so lang viel Langeweile haben, dass sie einfach so aus dem Spaß in die Gegend herumballern. Ich finde den Modus an sich ziemlich cool gemacht. Was ich auch ziemlich geil finden würde, hätte man so ein. Vorsicht vor Splittern! Was auch ziemlich. Muss mich gerade konzentrieren. Aua. Schneck. Bei diesen Feuerfallen, also diesen Glühbirnchen da, sollte man sich immer wegräumen, da wird man sie am besten los. Und nicht. Ah, ja. Bei den AT hier ist auch. Sind ja auch zwei MGs. Auch vor dem Geräusch noch. Okay, wir sterben gerade ziemlich schnell. Ich würde sagen, anfangs, zum Spielspaß, sollten die meisten Truppen draußen bleiben. Weil das. Dann ist es nicht so rumkappen. Aber je mehr Truppler sterben, desto eher sollten sie
in die Höhlen gehen, um die Verteidigungsposition zu halten, bis der Shuttle kommt, um dann zu fliehen. Okay, du und ich, Kumpel. Jetzt sterben nicht gerade alle. Ich muss dann richtig hart aufpassen. Was um? Da war gerade ein. Komm rein, hier, Kumpel. Und tschüss. Er wollte das Ding schon mal, aber nicht schnell noch ab. Autsch! Granate, komm! Das war knapp. Mein Teamkollege hat es nicht geschafft. Jetzt heißt es alle. Oh, scheiße, sind noch zu dritt. Das schaffen wir nicht mehr. Fuck. Jetzt heißt es, rennt um euer Leben. Rennt um euer Leben. Wie sonst was. Rennen, rennen, rennen. Und der Shuttle wartet nicht auf euch, wenn es einmal gelandet ist. Wenn ihr nach einer gewissen Zeit nicht da seid, haut es ab. Sind wir als erster da? Jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Torste von Evox. Was ein guter Trick wäre, ist. Komm schon, komm schon. Wenn das Schiff hier landet, und dafür zu sorgen, dass die Evox euch mit ihren Sperren wagen ist, hier immer in der Mitte die Bombe zu schmeißen. Hat jetzt leider nicht mehr klappen, da hat er gestorben. Dann, wenn sie versuchen, mit euren Sperren anzugreifen, können die nicht durch, weil sie davon durch das Feuer sterben. Also das ist ein ziemlich guter Trick. Ja, jetzt bin ich hier gerade ein Ewok. Gewonnen. Kein Sturmtruppler, den Einsatz überlebt. Wird sie bestimmt gut den Einsatzbericht machen. Was ist da unten passiert, Commander? Ja, unsere Truppen wurden von kleinen Teddybären getötet. Das macht sich nicht gut in der Besprechung. Oder den Einsatzbericht, besser gesagt. Okay, wie lang ging die Runde? Sehe ich gerade nicht, aber egal. Noch eine Runde, ja. Warum mache ich das Video gerade? Hab gerade Spaß dabei. Beziehungsweise habe gerade Lust, den Evo-Modus zu spielen. Noch keine neuen Nachrichten auf mein Handy. Mein Zimmer ist ein bisschen kalt, ich muss mal ein bisschen Heizung aufdrehen. Uns fehlt noch ein Spieler. Ja, das passiert auch hin und wieder, dass bei dem Evo-Modus ein paar Spieler fehlen, weil der Modus, naja. Hauptsächlich werden ja eher wohl die Helden vs. Schurken-Modus gespielt. Klar fehlen auch hin und wieder auch ein paar Spieler, aber ja. Und der galaktische Angriffsmodus wird wohl am meisten gespielt. Ich glaube, nach der Runde mache ich gleich eine Aufnahme von. Von Jäger. Von den Raumschlachten eben. Mal gucken. Ich starte wieder als Sturmtruppler. Passiert euch häufiger wohl. So. Ich bin hier am Rand der Karte gespawnt. Die Karte ist, ich würde sagen, mittelgroß. Sie hat, wenn man sie auskennt, eher Mittelgröße, würde ich sagen. Ist da noch eins? Ich habe noch. Das NG ist unablässlich und hier ist wieder nichts. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, jetzt habe ich eine Falle erwischt. Was auch lustig wäre, ist, ich könnte mich jetzt extra töten lassen, um euch jetzt den Evok zu zeigen. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt auch mal. Ich habe gerade schon Sturmtruppen gesehen, jetzt will ich mal den Evok zeigen. Autsch! Hab die Falle gesehen und wurde dennoch erwischt. Wie kann das sein? Aha. Die Evok hat übernatürliche Fähigkeiten. Zum Beispiel kann ihr nachts sehen, wo die Gegner sind.
kann dann natürlich in sein magisches Horn blasen, was ihn, ja, ihm die Stärke verleiht oder sowas. Und hat natürlich seine Glühbirne des Glückes, das ihn hilft, seine Gegner zu besiegen. Ich meine, ich habe ihn gut in Mitte getroffen. Das hat. Wenn man genug Schaden an den Sturmtruppler macht, dann können sie sich nicht wieder komplett hochrennen. Wenn man das mehrmals wiederholt, ist es wie ein eine Gorilla-Taktik. Zuschlagen, abhauen, zuschlagen, abhauen. Okay, der nächste ist tot. Noch zwei sind tot. Wunderbar. Und noch einer. Es läuft doch. Das Schöne ist, die gehen nicht in den. Oh, da kommt ein Kumpel. Oh. Was auch ziemlich geil ist, wenn man manchmal so das magische Horn des Verdammnis reinbläst, gucken die Sturmtruppen manche dumm aus der Wäsche und gucken, fragen sich, wo das herkam und rennen über einen panischen Kreis herum. Also wie ein Film, also. auf der Karte guckt euch mal, wie viel auf dem Stellenplatz sind. Stell dir vor, hier wenn drei Ewoks mit diesen Leuchtbirnen auf die raufschmeißen, wie viel Schaden das auf Dauer macht. Er hat mich angeleuchtet und mich nicht gesehen. Da wollen wir mal. Nichts getroffen. Schnell weg. Springen, wegrennen, springen, wegrennen, springen, wegrennen. Das war knapp. Habe vielleicht nur ein bisschen Schaden gemacht, aber besser als gar nichts. Immerhin hat er mich nicht getötet. Steht doch zu, Louis Wok. Oh, jetzt hat einer ein Problem. Oder doch nicht, der ist so schnell weggekommen. Der TIE Fighter hat nicht überlebt. Oh, das läuft jetzt gerade richtig gut gerade. Jetzt müssen sie richtig stark verschanzen. Werden wir schon die Feuerfeuer reinschmeißen, dann ziehen sie da und sie meistens ab. So erledigt. Ist ja noch viel übrig. Oh Mann, die Sturmtruppen müssen sich hier richtig mies vorkommen, wie sie von Ewoks regelrecht ja, in den Arsch getreten werden. Ah, ich höre wieder ein MG. Ja, ich habe jetzt die Fähigkeit verloren, aber. Ah! Oh. Ist das? So hab dich. Oh. Freundchen, du solltest hinter dir achten. Es ist noch ein Schwein am Leben. Na komm her. Nichts da, ich habe die letzte getötet, yippie! Ewoks haben wieder alle Sturmtruppen getötet. Ich will mir gar nicht den Commander vorstellen, dass ich jedes Mal ausrasten muss, wenn seine Truppen durch die Teddybär getötet werden. okay. Ich glaube, ich habe die letzte Runden, denke ich, ganz gut hinbekommen. Eine kleine Spaßrunde noch, bevor Silvester richtig losgeht. Ich wünsche euch dennoch, ja, wie ich zu sagen pflege, noch einen schönen Abend, Tag, was auch immer, wann ihr das Video sehen werdet. Auf Wiedersehen.